immer so geliebt, auf meine Gemälde zu schauen. Stundenlang konnte ich mich in den Farben und Motiven verlieren und meine Interpretationen mit anderen diskutieren. Seit diesem einen Tag verfluche ich die Kunst und mein Handwerk auch. Jedes Bild, das ich anschaue oder malen will, wird plötzlich lebendig. Es springt auf mich zu und es wirkt mich und schnürt mir die Kehle zu und wirft mir grausame Fantasien in mein Gesicht und in meinen Kopf. Meine Wände sind jetzt leer und egal, wo ich hingehe. Und wenn ich ein Bild sehe, muss ich es sofort von der Wand reißen und vernichten. Der Zwang ist so unendlich stark, dieser Lebendigkeit der Farben ein Ende zu setzen. Es darf keine Kunst mehr geben. Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss dieses Angstduell gewinnen. Das Angstduell der Lebendigkeit der fanatischen Farben. Ich muss es gewinnen. Helft mir dabei. Bitte helft mir. Vernichtet eure Bilder. Ich darf sie nicht sehen.